Willkommen zurück bei Galactic Science. Ich glaube mittlerweile die 21. Folge schon. Wir waren gerade stehen geblieben mit Hoffen, dass es Tag wird. Und hier schon mal die Pure Awesomite-Dinger herzustellen. Für die automatische Lava-Produktion. Und ich überlege gerade, ob der Cobblestone-Generator hier schon über so Speed und so Upgrades verfügt. Das wäre ja sonst nämlich auch noch so eine Maßnahme. Speed Upgrades. Upgrades. Das hier. Gut. Redstone habe ich eigentlich genug hier. Und Gold ist jetzt auch nicht so eine Sache, die ich jetzt unbedingt immer brauche und nicht habe. Dann würde ich doch mal sagen. Let's grab Gold und. Obwohl Gold ist. Gold ist ja so eine Sache. Doch. Okay, Redstone habe ich dann doch nicht genug. Ich brauchte vier Blöcke, ne? Ja, gut. Redstone kann man herstellen? Fragezeichen. Redstone kann man hier irgendwo finden? Fragezeichen. Ne, kann man nicht. Okay, das heißt aber, ich weiß, wie es geht. Das heißt, es funktioniert, wenn ich es haben wollte. Dann würde ich mal sagen, kann es jetzt mal endlich Tag werden? Gut, bis es Tag wird. Den ganzen Krams hier wieder nehmen und nochmal durchhauen. Die müssten. Es ist Eisen. Das kann ich dann hier auch wieder zu einem Block machen. So. Das heißt, ich brauche jetzt noch. 4 für den Armboss und dann 7 außen rum, das sind dann 11. Okay, das sind einige, aber. Aber. Bisschen viel Aber für meinen Geschmack. Was soll es? Genau. Was soll's? Hauptsache, das kommt hier endlich mal in die Gänge und ich glaube, diese Lava-Produktionsgeschichte ist gar keine schlechte Idee, weil das könnte dann die Energieprobleme zumindest. Ja, nicht lösen, aber zumindest verlagern, dass sie nicht mehr auffällig sind. Vielleicht vergessen. Sorry. Mein Fehler. So. Nee, nicht Aluminium. Ich hätte da gerne das hier durchgeschmolzen. Du kannst den hier haben. Alles raus. Das ist hier. Perfekt. Auch schon wieder fertig. Da kann ich mir dann die Kabel machen. Weil die ganzen Sachen auch noch Strom brauchen. Ja gut, Strom soll sie herstellen, aber die müssen ja hier die ganzen Siebe und das und die Crafting Table brauchen ja alle ein bisschen Power. Da muss ich mir auch mal Gedanken machen, ob ich die Energieversorgung irgendwie unten doch nochmal ein bisschen umbaue. Weiter in den Berg rein vielleicht. So unterhalb von der Lavastation, dass das sonst ein bisschen mehr Platz hat, weil sonst könnte das eventuell. Habe ich jetzt hier nur zwei von diesen Würmchen rausbekommen? Da waren doch mindestens vorher. Mindestens. Da habe ich noch sechs Stück oder so reingetan. Sechs Stück waren das doch. Kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass diese sechs Dinge jetzt einfach verschwunden sind? Wird's hell? Wird's hell? Sarah zwar. Ich bin gerade schon gefreut, es wird draußen hell, aber. Ah, denkst du? Das dauert noch ein bisschen, ne? Na, Sonne ist schon zu sehen, aber der Mond ist noch nicht untergegangen. Ah ne, warte, ach, ich bin ja auch so schlau. Ich bin so schlau. Ich habe auch gerade schon so überlegt, ja, wo ist denn der Mond? Sehe ich den schon? Ja, fail. Wo stehe ich denn gerade drauf? Ja gut, das ist jetzt peinlich. Ja genau, ich stehe auf dem Mond und suche ihn. Genau, was auch sonst. So, kann ich auch direkt, da vielleicht Lust habe noch und noch ein Crafting Table übrig habe, den Auto Crafting Table mit der. Ach, was mache ich? Oh, warum? Nee. Nee. Die Dinger hier. Gleiche Farbe, andere Funktion. So, hier ist auch ja alles mit voll Cobblestone voll, aber ich habe jetzt keine Lust, das alles zu craften hier. Das hat Zeit. Aber das hier. So, das ist 12 Wolle. Aluminium.
Das hier ist 5 Eisen. Dementsprechend auch schon mal mein Amboss. Jetzt fehlen noch 6 mal Eisen. So und so, ne? Ja. Kann ich gleich zwei Ladungskabel machen? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das darüber, 23 Kabel, das kann man ja schon mal sehen lassen. Dann hoffe ich mal, dass in der Zeit hier hinten, da generiert ganz viel Kohle, sehr schön. Komm schon, da ist doch die Sonne, oder? Da war doch schon Sonnenstrahlen hier hinten. Oder? Schade, dass kein Optifine drin ist, sonst könnte ich jetzt ranzoomen und gucken, ob das da wirklich die Sonnenstrahlen schon waren. Und die Dinger hier sind schon wieder leer. Das ist echt hier eine Verbrauchsstation an Lava. Weil die leider auch nur so eine, naja, wie soll ich sagen, Hust, Hust, bescheidene Abgang von Strom haben. Deswegen wäre so eine, ja gut, das Ding ist auch gleich leer. Aber gut zu wissen, dass es so eine Nacht durchhält. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ja genau, wie möchte ich es umstellen? Irgendwie muss ich denken, überlege ich, dass ich dann vielleicht eine Batteriebox quasi so als Backup fürs System nehme. Na, die ganzen Generatoren, die ich habe, irgendwie alle mit diesen Kabeln verbinde und dann, ja gut, vielleicht die da oben lasse ich noch direkt am Generationsstrom dranhängen. Ups. Da ist sie, die Sonne. Man kann sie sehen. Juhu. Was war ich hier? Ich könnte noch mal ein bisschen davon holen. Die sind noch alle voll. Ja gut, gleich nicht mehr. Ja, guckst du, ne? Da guckst du, da guckst du. Guck du woanders hin. Das hier kann durchgeschmolzen werden, falls ich was zum Schmelzen hab. So, komm, Sonne, leg mal einen Gang zu. Ja, sonst fange ich einfach schon mal an, hier drin umzuräumen. Andererseits, solange das da noch läuft, kann das da auch noch durchlaufen. Moment. Single Block. Dann mache ich die mal hier ab. Ah, fail. Warte, wie krieg ich das Ding da raus? So. Dann muss ich diese Dinger mal abbauen hier. Kann auch gleichzeitig hier schon mal die Wand ein bisschen einreißen. Was war das denn jetzt gerade? Boah. Das. Oh, na gut, das ist. Ja. Ja, es ist kritisch, aber es ist noch. Es geht noch. Dann kann ich in die Wand eigentlich auch mal. Ach, das ist wieder falsch gemacht. Warum geht das, wenn ich sneake nicht? Das ist. Irgendwie ist mir das neu, aber andererseits auch nicht. Das ist einerseits logisch, aber andererseits ist es mir auch irgendwie neu. Hab ich noch von diesen Blöcken hier? Oh ja, danke, es wird hell. Oh ja, ich habe noch ganz viele davon. Perfekt. Los, renn schneller. Und dann pflaster ich mir diese Ecke hier auch noch aus. Mache ich mir hier so eine Energiezentrale rein. Warum habe ich jetzt. So, ah. Und ich wundere mich schon, warum ich so plötzlich so richtig lahmarschig laufe, aber. Ja, gut, dass die jetzt mit Dings voll sind. Das reicht nur für 5 Minuten. So eine Füllung. So 6, 7 Minuten. Alles klar. Das ist mir auch neu. Ah, schön, Sonne kommt. Das Ding müsste dich jetzt direkt wieder aufladen. Ne, noch nicht. Noch nicht genug Energie. Komm hier, Single Block, bau ab. Dann stelle ich den ganzen Krempel schon mal um. Und zwar hier so in die Ecke rein. Configuration. Gar nichts. Hier ist der Output. Genau. Das ist hier gar nichts und das ist der Output. Würde mich ja mal interessieren, ob die auch
mittlerweile die Lava so annehmen können. Weil das letzte Mal, als ich die, glaube ich, das Sportpack mal probiert habe, da ging das irgendwie nicht. Da mussten die dann wirklich mit Eimern befüllt werden. So, der kann direkt wieder hochfahren. Die können eigentlich auch direkt wieder anheizen. Dass hier schon mal ein bisschen Strom wieder so ins System quasi einfach nur gespeichert wird. Und dann hier so quasi der erstmal auf eigene Kosten produziert. Ja, genau, dann würde ich sagen. Ja, was soll ich sagen? Quasi das ganze Zeug hier oben ist alles runter. Bis auf halt die hier hinten, die sind ja so stark stromabhängig. Das heißt, den ziehe ich, wenn ich es hinbekomme, hier eine eigene. Mann. Eine eigene Leitung hin, dass die quasi dort mehr Energie bekommen, weil das ja so VIP-mäßige Maschinen sind. Ich glaube, das Solarpanel kann einfach just ins System rein produzieren. Meine Kabel, wo sind meine Kabel? Gut, die ziehen jetzt gerade schon mal ordentlich hier Leistung hoch. Wo sind meine Kabel? Ich brauche noch mehr Kabel. Beziehungsweise, nee, brauche ich nicht. Ich brauche erstmal Ruhe vor Spinnen. Können die jetzt bitte verschwinden? Danke. Dann muss ich diese ganze Apparatur hier mal umstellen. Moment, Single Mode. Döp, döp, döp. Ich muss überlegen. Ich muss überlegen. Also am Ende steht ja quasi ein Crafting Table. Wo ist der zweite hin? Wie gesagt, ich brauche ja quasi Platz für drei. Genau, der andere steht noch hinten. Dreimal Crafting Table und zwei Hammerer. Das heißt, ich muss, wenn am Ende quasi so ein Crafter steht, der würde dann ja hier stehen, dann wird hier so ein Item-Dingen ist sein, was dann dem, wie heißt es, hier das, ich komme nicht drauf, den Ofen befeuert, das heißt, quasi hier ist ein Crafter. Itemröhre, Hammer. Itemröhre, Crafter. Moment, der Hammer war. Ne, Moment. Crafter, Röhre, Hammer. Das Zelt? Ne, Moment. Na doch, doch, hier. Ja, doch, doch, doch. Genau. Aus den sieben kommt das Dingens raus. Das wird. Quasi, dann kommt hier noch anderer Hammerer vor. Oder ich baue das so um die Ecke. Das wäre, glaube ich, noch sinnvoll. Weil ich kann quasi hier den Ofen hinstellen. Das heißt, ich brauche dann hier den letzten Crafter. Hier in der Ecke ist ein Hammerer. Hier kommt dann. Hier ist dann der andere. Moment, da steht der Ofen. Moment. In der Ecke ist ein Hammer. Hier kommt ein Crafter hin. Kommt hier der Ofen hin. Oder drüber, je nachdem, wie ich Lust habe. Das heißt, hier ist ein Hammerer, hier ist ein Crafter, hier ist ein Hammerer. Hier wiederum wäre dann der Crafter. Genau, und hier vorne müssten dann die drei Siebe hin. Beziehungsweise, ja doch, genau. Ja doch, doch, genau, hier aus den Dingen zieht er das dann ja raus. Irgendwie. Muss ich überlegen, wie ich die Kabel dran bekomme. Ob ich dann hier die Wand aufreiße. Und dann die Kabel hier durch die Wand gleich leite. Oder ob ich das dann einfach quasi hier einfach zack, zack, zack. So. Zack, zack. Nee, stopp. Hier muss eine Kiste dran.
So, jetzt müsste der ja eigentlich den ganzen Krams hier wieder rausziehen. In diese Dinger reinfüllen. Genau, tut er. Dann wird das da reingetan. Das zieht es da raus. Packt es dann in den nächsten Crafter. Der wiederum packt es dann in das nächste. Andere Dinge. Hammer. Oh, jetzt gehe ich mal raus und verkloppe hier ein paar Spinnen. Dann muss ich den Baum wieder abernten. Andererseits kann ich das eigentlich alles in der nächsten Folge wieder schon machen, weil diese Folge jetzt schon wieder um ist. Ah ja, doch, Spinnentöten macht Sinn. Die sind ja mit Fäden hier, ne? Genau, die geben ja Fäden. Sehr gut. Dann spare ich mir das ein bisschen am Baumernten hier. Genau, so, also. Genau, also den ganzen restlichen Umbaukrams und wie das hier alles weitergeht. Auch mit dem Lava-Dingen hier. Das sind schon Speed-Upgrades, das ist so gut. Gut. Das hier produziert 15 RF pro Tick. Ist nicht wie, wenn ich jetzt schon sehe, wie hoch die Sonne schon wieder steht. Ich sollte, bevor ich drin weitermache, erstmal hier außen diese ganze Dinge wieder überdachen und dann Lavafabrik hinbauen. Aber wie gesagt, das seht ihr alles in der nächsten Folge. Die müsste dann wieder eine Mittwochsfolge sein, glaube ich. Und bis dahin stehen hier mal die Maschinen so still erst einmal. Bis auf die tut was, aber ja, der ist auch schon still. Genau. Genau, also, das war's für heute. Die nächste Folge ist wieder eine Mittwochsfolge, also am Mittwoch. Danke fürs Zuschauen und tschüss.